Jo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fly for Legacy. Und heute kümmern wir uns um die Perlen beim Begleiter. Und zwar wurde ich darüber aufgeklärt, dass es hier noch verschiedene Grade gibt. Also es gibt nicht nur die Seltenheitsstufe mit episch und selten und so weiter und so fort. Nein, es gibt auch noch Grade. Das habe ich exakt noch nie darauf geachtet. Und leider, was natürlich klar ist, sind meine Perlen. Von den drei epischen, die ich habe, sind zwei davon nur Grad 7 und nicht Grad 8. Was sehr schlecht ist, weil das heißt, es sind nicht die besten, die man haben kann. Und das wiederum heißt, sie sind eigentlich schlecht. Also man bräuchte, oder ich bräuchte eigentlich bessere, oder ich hätte gerne bessere. Also ich meine, es wird nur einen minimalen Unterschied machen. Wahrscheinlich fast gar keinen. Aber naja, ich meine, warum sollte man Grad 7 upgraden, wenn es auch Grad 8 gibt? Und deswegen sind wir hier. Und dann wurde mir auch gesagt, man soll so lange einzelne machen, bis da Grad 4 steht und dann soll man 10 fertigen. So spart man sich das Pulver. Und es rollt ja nach jedem Mal, wo du es machst, egal ob du 1 oder 10 machst, rollst ja da die Stufe quasi. Dass du, also von welchem Grad oder auf welchen Grad du deine Chance hast, sozusagen. Und von dem her ist es natürlich klug, wenn du wartest, bis da Grad 4 steht und erst dann den 10er-Roll machst. Wenn das halt eine höhere Chance ist, so. Mit dem gleichen Pulver mehr erreichst quasi. So habe ich das verstanden. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal so. Aber das wird natürlich auch dafür sorgen, dass das sehr viel länger dauert. Weswegen ich das jetzt auch in einem extra Video mache. Nun, keine bekommen? Oh mein Gott, okay, hat schon mal nicht funktioniert. Schade. Es leckt halt auch so krass. Es dauert ewig. Du kannst es nicht einfach spammen. Ich meine, das ist natürlich auch gefährlich, weil sonst überrollst du noch den Grad 4 aus Versehen. Ups, zuerst den. Na doch nicht. Okay. Es leckt so sehr, ist egal. Funktioniert eh nichts. Okay. Das dauert aber echt ewig. Oh mein Gott. Wie lange man da wohl beschäftigt ist. Ich weiß auch gar nicht, in welches Ding ich das jetzt reinballern soll. Echt in Genauigkeit, weil das ist das einzige Grad 8-Ding, das wir haben. Also die ganzen schlechten Perlen. Ah, müsste ich eigentlich von der Logik her. Okay, man sieht schon, Grad 4 ist echt selten. Jetzt haben wir's. Und wieder keine bekommen. Oh mein Gott. Ja, dann Level up. Baller mal alles rein. Epische kann man da ja eh nicht auswählen, ne? Machen wir mal selten nochmal weg. Sortieren das Ganze, sicherheitshalber. Nur zwei seltene bekommen? Oh mein Gott. Alter. Ich meine, klar, das war jetzt nicht viel Pulver, das waren nur 3000 Pulver oder so. Aber trotzdem, Grad 3 stand da schon echt oft und wir haben es fast gar nicht bekommen. Also zweimal. Das ist crazy. Jetzt haben wir es bekommen. Und gleich nochmal, lol. Tja, ich sehe schon, man muss sich wieder erst beschweren, bevor das hier läuft. Aber das ist schon echt heftig, weißt du, dass die machen Seltenheitsstufen und dann innerhalb der Seltenheitsstufen nochmal unterschiedliche Grade. Also das ist halt echt, also man kann es auch wirklich übertreiben. Das ist halt wirklich krank. Aber dafür hatten die ja schon immer ein Fable. Das so krank wie möglich zu machen, dass du einfach dein ganzes Leben in das Game reinsuchten musst. Oder halt Pay to Win. Das war eigentlich schon immer so. Ein Grad 4 erhalten kostet einfach 100 Diamanten. Das ist halt auch übertrieben. Dann rollst du 10 Mal und dann kriegst du es nicht. Kriegst du keinen einzigen Grad 4 oder kein einziges episches. Und boom. 100 Diamanten komplett weg. Für nichts und wieder nichts. Damn, aber das dauert echt ewig, ey. Holy moly. Wir haben erst 5000 Perlenpulver verbraucht. Und er ist zweimal Grad 4 gesehen.
Aber wisst ihr, was sein könnte, dass wenn man öfter, also wenn man 10-mal Perlen fertigt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du danach Grad 4 erhältst? Und nichts. Nothing. Ah, Mist. Keine epische. What a surprise. Oh boy. Wieder keine epische. Ja, wenn man diese 10er Rolls macht bei Grad 4, da geht schon einiges an Pulver drauf. Also wenn die jetzt öfter kommen würden, so alle 20 Mal oder so, dann wird es schon relativ schnell gehen. Aber wenn man gerade vorher ein komplettes Inventar gefüllt und kein Mal Grad 4 gesehen. Also ein komplettes Inventar manuell durchgedrückt ohne einen einzigen 10er Roll. Und die Grad 4 sind ja auch am teuersten zum Fertigen. Aber ja, das ist ein ganz schönes Geraffel. Keine Frage. Machen wir einfach random. Na, machen wir bei einem Dreier mal einen Zehner. Ich will jetzt einfach nochmal gucken, ob es irgendeinen Einfluss hat. Nee, okay. Hätte ja sein können, dass die Chance irgendwie höher ist, dass man dann Grad 4 bekommt. Ich denke mal, das würde hier stehen, oder? Naja, genau. Ändert sich jedes Mal zufällig. Je höher der Grad, desto mehr Chancen hast du auf seltene Perlen. Genau. Und das war's. Also ist zufällig. Also egal, ob du 1er oder 10er Rolls machst, die Wahrscheinlichkeit, dass danach Grad 4 dasteht, ist random. Also ist immer gleich. Ah, das ist schon echt krank. Moment mal. Aber das ist jetzt Grad 7 wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Genau, das ist jetzt nämlich Grad 7. Wieder einmal. Ich meine, es ist wahrscheinlich besser als die hier, oder? Kampfkraft minus 3. Jupp, etwas besser. Aber naja, ich meine, im Endeffekt will ich die halt auch nicht haben. Es ist halt auch wieder nur Grad 7. Aber das war jetzt nicht aus einem Grad 4. Die Frage ist dann, kann man mit Grad 3. Man kann mit Grad 3 trotzdem episch erreichen. Also irgendwie ergibt es überhaupt keinen Sinn. Also es ergibt legit keinen Sinn. Kannst mir erzählen, was du willst. Also ich glaube, das ist einfach mal wieder ein fetter Übersetzungsfehler oder ein Fehler im Game an sich. Weil da steht ja auch Grad 4 erlangen, aber tatsächlich geht es ja bis Grad 8. Also Grad 1 ist wahrscheinlich Grad 1 und 2. Grad 2 ist Grad 3 und 4. Grad 3 ist Grad 5 und 6 eigentlich, aber gerade eben haben wir 7 bekommen. Also keine Ahnung, das ist komplett random. Okay, jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Wir haben grad 8 aus einem Grad 1 bekommen. Das ergibt ja nicht mal Sinn. Jetzt, was? Jetzt check ich es wirklich nicht mehr. Also mal unsere beiden Grad 8er sind jetzt hier links auf jeden Fall. Rüst mal das Ding wieder aus. Also jetzt bin ich maximal verwirrt. Warum habe ich jetzt Grad 8 aus einem Grad 1 bekommen? Also das ergibt doch keinen Sinn. Ah, und die epischen waren da jetzt auch dabei. Interessant. Aber es passt schon. Nicht schlimm, dass die weg ist. Also wenn wir jetzt quasi dreimal Grad 7.
zweimal Grad 8. Das heißt, alles, was ich gerade in Grad 7 habe, würde ich nochmal gerne in Grad 8 haben. Aber ich check's nicht. Das war gerade safe, da stand safe nicht Grad 4. Das heißt, es ist egal, was ich mache. Das heißt, ich kann ja doch 10er Rolls machen, wenn ich jetzt sogar bei Grad 1 was bekommen habe. Aber gut, man könnte dann machen, dass man nur bei Grad 3 und 4 10er Rolls macht. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja wahrscheinlich trotzdem höher. Aber das heißt, in jedem Grad kannst du jedes Item bekommen, theoretisch. So würde ich es jetzt übersetzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du was Episches... Ja, schon wieder. Ist einfach schon wieder passiert. Diesmal längst nur mit Grad 7. Das ist die gleiche, die wir vorher mit Grad 8... Nee. Ah, nee, die haben wir vorher auch mit Grad 7 bekommen. Zweimal die gleiche zu haben, geht gar nicht, ne? Warte mal. Nee. Ja, okay. Also können wir die getrost weghauen. Passt. Aber die epische... Ah, wir hatten vorher gar keine epische im Inventory. Ah ja, I see. Okay. Ja, es ist echt ein weirdes System, muss ich sagen. Also ich finde, es ergibt gar keinen Sinn. Ich meine, an für sich ist es so schon besser. Allein schon die Zeit, die man sich spart damit. Aber also ich finde, das ergibt trotzdem keinen Sinn. Also das ist auch nicht so, wie sie es da beschrieben haben. Da haben wir gerade schon wieder eine epische bekommen. Allerdings nichts, was wir brauchen. Glaube ich. Das war nämlich die, die wir gerade schon in Grad 8 haben. Ah ja, das Perlensystem ist auf jeden Fall interessant. Sehr interessant. Und zeitaufwendig. Alright. So, was haben wir bekommen? Nochmal. Ah, nee, das ist Max LP. Oder ist, aber es ist Grad 7. Die ATK will ich auf jeden Fall vorziehen. Und dann könnte sie mal aufheben. Weil mit Wiedergeburt 5. Also mit der nächsten Wiedergeburt müsste ich einen Slot dazu bekommen, eigentlich. Das heißt, die mal aufzuheben, wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Erstmal. Geht ja dann einfach nur darum, dass man halt noch eine epische hat. Aber ja, Grad 7 brauchen wir auf jeden Fall nicht. Oh, Double Grad 3. Tripled Grad 3. Damn. Und nur Trash bekommen. Also ich check's nicht, wir haben bei Grad 1 schon viel bessere Sachen bekommen als bei, keine Ahnung, 100 mal Grad 3. Dies konnte ja nicht sein. Was für erhöhte Chance. Ich wüsste ja gerne mal die Prozentchancen auf Episch und so weiter und so fort. Das wäre mal interessant, was du da eigentlich für eine tatsächliche Chance hast. Weil Grad 1 gibt halt mit Abstand die besten Items. Das ist halt crazy. Soll ich mal einen 10er Roll bei Grad 1 machen? Na gut, war nur eine seltene dabei. Trotzdem. Trotzdem delivered Grad 1 einfach. Kann man nichts sagen. Das wird aber ein verdammt langes Video, wenn es so weitergeht. Oh. Achso, ne, warte mal, wir sind jetzt bei Level 21. Wobei das ja beides Grad 8 ist. Ja doch, dann ballerst du gerne die Max-EP von mir aus. Bei Genauigkeit eigentlich auch nicht schlecht ist. Nein! Oh nein! Jetzt habe ich vergessen, dass es Grad 3 war. RIP. Aus Versehen ein 1er Roll. Da war nicht mal was Seltenes dabei bei 10 3er Rolls. Das kann ja nicht wahr sein. Aber gefühlt bei jedem zweiten 1er Roll kriegt man was Besseres als gewöhnlich. Oh, okay, der 3er Roll war ziemlich gut. Aber solange da nichts Episches dabei ist, spielt es halt alles. Oh, keine Rolle. Oh, da haben wir was bekommen, was Magic Attack. Ich wette, die Magic Attack Ding ist jetzt 8. Oh mein Gott, wir haben nochmal Grad 4. Das ging schnell. Tick, tick, tick. Ah, warte mal. Es war so klar, dass die 8 ist. Es war so klar. Das war so klar, dass die 8 ist. Mann. Ich wusste es. Nicht mal was Seltenes, Alter.
Also diese Odds müssen echt nicht gut sein. Also diese, dass du bei Grad 3 eine höhere Chance auf seltene Dinge hast, das kann echt nicht um viel erhöht sein, weil es ergibt gar keinen Sinn. Oh, waren da gerade zwei epische? Ich glaube, da waren gerade zwei epische dabei. Und da nicht mal was Seltenes. Onyx. Nein, ich glaube, es war nur eine. Ich glaube, es war doch nur eine. Jetzt nochmal. Boah, schon wieder nicht mal was Seltenes. Oh mein Gott. Level up. Level up. Zack. Oh, hoppla. Grad 7. Wieder Grad 7. Außerdem, was ist das? AP Regen bei Treffer. Naja, aber kann man mal auf. Ah, verdammt, kann man mal aufheben. Na gut, wir haben es gleich. Jetzt geht's viel schneller. Ich meine, wir haben für die ersten 5000 genauso lange gebraucht wie für die nächsten 15.000. Also das geht jetzt richtig fix. Oh, da haben wir noch mal eine epische mit Geschwindigkeit, oder was? Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Was bringt das? Ausweichen. Ja, okay, das ist keine Geschwindigkeit. Ausweichen. Ja, ich meine, es ist ein Stiefel abgebildet. Was soll man da sonst drunter verstehen? Außer irgendwie Movement Speed oder so. Nope. Jetzt, nope. War das schon wieder zweimal Grad 3? Manchmal bin ich mir so unsicher. Wenn da zweimal Grad 3 hintereinander ist, bin ich zu blöd, es zu checken, dass es wirklich zweimal Grad 3 hintereinander ist. Okay. Zack, zack, zack. Hallo? Jetzt. Nothing. Boah. Das war die Grad 1 Streak. Da kam einfach nichts mehr anderes. Was natürlich quite problematic ist, weil es dauert sonst noch länger. Jetzt aber. Nein! Dass man einfach nichts bekommt, was man auch tatsächlich braucht, ist halt auch crazy. Aber dass man auf Grad 8 auch noch, also dass man darauf auch noch achten muss, das ist schon echt abartig. Also, ich weiß ja nicht. Ich habe es auch gar nicht geglaubt, dass mir das erzählt wurde. Dachte mir nur, was? Bitte was? Zack. Und wieder nix. Und wieder nix. Komm schon jetzt, aber. Boah, nicht immer was. Nicht immer was Seltenes dabei. Das kann. Oh. Ach, und wieder Magieabwehr. Weil man die ja sogar theoretisch benutzen könnte, oder? Die könnte man auch als Agro benutzen. Wenn sie Grad 8 hätte. Für PvP wäre die wahrscheinlich gar nicht so bad. Das ist ja noch tausendmal schlimmer als alle Upgrade-Systeme im normalen Flav. Da kannst du ja nichts sagen, ey. Gutes Pulver hier kriegt man quasi geschenkt, mehr oder weniger. Aber trotzdem. Way too heftig. So, guck mal, was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Grad 7. Ja, wahrscheinlich ist es Grad 8, ey. Immer die, die ich nicht so brauche, sind immer die, die Grad 8 haben. Das ist doch lächerlich. Das ist doch echt lächerlich. Na gut, Magieabwehr kann man noch eher aufheben. Hoppla, das war aus Versehen der 3er Roll, der 10er Roll. Naja, aber es ist trotzdem Trash. Ich brauche Damage. Oh. Da war was mit einem Schwert drauf, aber das könnte auch physische Abwehr sein, weil ich glaube, das war ein Schild. Ich glaube, es ist auch physische Abwehr.
Aber das haben wir, glaube ich, auch noch nicht in Grad 8, falls wir es überhaupt in Episch haben. War das gerade Grad 4 und ich habe einen Einzelroll gemacht? Oder habe ich mich gerade komplett verguckt? Ich hoffe nicht. Physische Abwehr Grad 7. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Game. Ich hasse dich. Ich hasse dich wie die Pest. Naja. Wieder epischer, wieder etwas, das wir schon haben. Das ist wahrscheinlich wieder Grad 8. Ne, das ist Grad 7. Also wir benutzen es noch nicht, aber wir haben es schon. Nothing, nothing, nothing. Nothing, nothing. Nope. Die letzten 10.000 noch. Aber oh, das sagt sich so einfach. Es drückt sich so schwer. Oh! Oh! Oh mein Gott, wir haben epische Angriffe bekommen. Bei Grad 2, glaube ich. Bitte sei T8. Bitte, 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 bitte. Grad 8, meine ich. Bitte. Yes! Ja! Let's go! Oh. Na, also endlich mal Glück. Alright, gibt die dann jetzt irgendwie mehr? Also wir haben jetzt 2800 verloren, aber wenn ich die jetzt Level uppen. Oh, tatsächlich, ja. Die gibt 74.000. Na, immerhin was. Na, immerhin was. Genau. Yes. Moment mal. Was hat die uns? Hat die uns nicht gerade 2800 gegeben, die wo wir davor hatten? Wie kann das sein? Die ist doch besser. Also wir haben jetzt dreimal Grad 8. Wir haben jetzt noch eine Grad 7 mit Schadensreduzierung, weil Schadensreduzierung eigentlich sau schlecht ist. Also wir bräuchten eigentlich physische Abwehr und physische hatte keinen Prozent auf jeden Fall in Episch. In Episch Grad 8. Boah, aber was für ein Geraffel, Alter. Wie lange du da dran hockst, ey. Ist ja geisteskrank. Und dann aus einem Grad 2 kommt das Grad 8 Item. Das ist halt auch so, das ist einfach so ein Schlag ins Gesicht. So selten, wie da unten überhaupt Grad 4 steht. Weißt du, da steht nie Grad 4. Und wenn es dann mal da steht, machst du einen 10er Roll und kriegst gar nichts. Das ist halt auch so lächerlich. Und kriegst die ganzen geilen Items, kriegst du aus den Low Tiers. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist vielleicht der Lottogewinn. Vielleicht ist es der Lottogewinn. Oh mein Gott. Grad 8? Nein! Aber hey, I take it. Es ist jetzt schon besser als das da. Verlieren 14.800 und bekommen 16.300. Na, immerhin. Immerhin sind wir jetzt full epic. Wow, das Aufleveln bringt dann einfach gar nichts. Na gut. Und hiervon können wir auch eine reinballern, weil die haben wir eh zweimal. Na gut, immerhin bin ich jetzt full epic. Und das hat mich nur meine halbe Lebenszeit gekostet. Aber die Hälfte davon ist immer noch Grad 7, was nicht geil ist. Komm schon, gib mir noch ein T8, Grad 8. Physische ATK in Prozent. Bitte. Please. Nope. Na, Mist, das war zweimal C3. Grad 3 meine ich natürlich. Oh, achso, das haben wir schon auf Grad 8. Das war, glaube ich, Genauigkeit. Haben wir schon Grad 8. So, die erste epische Genauigkeit-Rune, die wir bekommen haben. Mist, schon wieder bei T3. Verdammt.
Jetzt kam ganz schön oft T3 und ich habe es zweimal versaut. Wir wären es fast fertig, wenn ich es zweimal nicht versaut hätte. Oh, da war nochmal episch. Dann ballern wir alles in die physische Attack. Polinski. Nope. Doppelter T3. Wird jetzt gleich nochmal irgendwie voll sein. Ah, Junge, ist das schlecht. Grad 4 ist halt mit Abstand das Schlechteste gefühlt. Das kann halt nicht wahr sein. Na gut, jetzt sind wir eh fast fertig. Ja, das schaffen wir nicht mal mehr in 10er Roll. Uff. Na gut, was haben wir noch bekommen? Nochmal das hier. Zweimal Grad 7, war ja klar. Und die Friedensperle, die wir schon Grad 8 haben, war auch nochmal eine Grad 7. Okay. Das heißt, die kann weg, die kann weg. Zack. Aber Moment mal, mir fehlen noch 4 Runen oder ich hätte noch 4 Plätze frei, wenn ich denn irgendwann mal Maximallevel habe dann quasi. Das heißt, man muss sich tatsächlich entscheiden, man kann nicht alle nehmen. Na gut, aber... Naja, ist halt die Frage. Was man da nimmt. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.